Das 9-Euro-Ticket war in mehrerlei Hinsicht ein gesellschaftliches Experiment. In unserer demokratischen Gesellschaft sollten eigentlich alle gleich sein. Das 9-Euro-Ticket war ein Schritt in diese Richtung. Für 9 Euro im Monat konnten alle die vorhandene Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs nutzen. Egal, ob sie in Hamburg oder im Bayerischen Wald leben. Egal, ob sie 16, 45 oder 85 Jahre alt sind. Ob sie Schülerin, Hausmann, Krankenpfleger, arbeitslos oder Rentnerin sind. Ganz egal, ob sie einen deutschen oder einen anderen Pass haben oder welche Sprache sie sprechen. Es war für alle gleich. Und es hat uns in den Waggons der zweiten Klasse vereint. Menschen, die sich sonst nicht begegnen oder miteinander ins Gespräch kommen würden, verbrachten Stunden zusammen auf engstem Raum. Wir saßen alle im selben Zug und mussten lernen, miteinander umzugehen. Unsere Kinder haben miteinander gespielt, unsere Koffer standen sich im Weg und unsere Fahrräder sind einander über die Zehen gerollt. Was kann ein besseres Sinnbild für unsere Gesellschaft sein? Was kann die Durchmischung unserer Gesellschaft besser fördern? Auch die Tatsache, dass das 9-Euro-Ticket nur für den Regionalverkehr galt und nicht für ICEs, hat einen wenig beachteten Vorteil gebracht. Die Menschen haben Städte und Dörfer gesehen, die sie sonst nie besucht hätten, und unterwegs die regionale Wirtschaft gefördert, wenn sie sich etwas zu essen oder trinken gekauft haben. Diese Aspekte sollten nicht übersehen werden bei der Diskussion um ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket. Dankeschön.